Johannes Grenzfurter auf der Roboxotica 2014. Hallo. Hallo. Warum hast du so ein Chirurgengewand an? Einfach so. Okay. Weil bei Chirurgen ist es ja so, man muss ein bisschen was trinken, dass man nicht zittert. Und das ist, glaube ich, hier gegeben. Okay. Hast du eine eigene Installation auch oder bist du sozusagen nur der Host? Ich bin Host auf jeden Fall einmal und Organisator und Co-Organisator. Bin an diesem Drum hier mit beteiligt. Okay. Und das ist Puff the Magic Harder. Ist eine Kooperation zwischen Monochrom, also meiner Gruppe, und den wunderbaren Leuten von Bad Dragon. Da versteckt sich was da in der Bauchhöhle, ja. Und zwar ist Bad Dragon eine Sextoy-Hersteller-Firma aus den Vereinigten Staaten. Und die machen so Sachen wie das, wenn ich kurz zeigen darf. Die machen so Fantasy-themed Dragon Cocks und so Sachen. Und die sind gute Freunde von uns. Und wir haben uns überlegt, wir würden gerne gemeinsam was machen. Und sie haben uns quasi ihre Sextoys zur Verfügung gestellt. Und wir haben uns gedacht, wir würden gerne irgendwas damit machen, was dann auch einen Cocktail serviert. Ihr bringt die Kunst hinein, sozusagen. Die Automation und die Kunst und den Suff. Ein bisschen. Ich glaube, dass die kunstfeindlichen Massen ja gar nicht so existieren. Ich glaube, die größten kunstfeindlichen Leute sind die Künstler und Künstlerinnen selber manchmal. Weil sie sich nicht standardmäßig bemühen, also. Ja, weil gerade in der. Ein Grund, wieso wir bei Monochrom so Sachen wie die Roboxotica gerne machen, ist ja, weil wir diese Differenzierung zwischen Kunst und Nicht-Kunst total scheiße finden. Ja. Das Wichtige ist, dass man interessante, spannende, kreative Sachen macht. Und wie man das dann labelt, ist ja vollkommen egal. Also, das ist, macht, also der Hauptgrund, wieso wir Roboxotica gestartet haben 1999, Magnus Furze natürlich nicht zu vergessen und Shifts, war ja, dass uns seit Jahrzehnten versprochen wurde, fliegende Autos und Robots bringen uns alles hinterher. Ja. Und wenn's die Roboter nicht gibt, die uns Cocktails nachtragen, dann wollen wir ein Festival, wo Menschen Roboter bauen, die uns Cocktails nachtragen. Ja? Und so ist es. Ja? Und natürlich, wenn wir natürlich auch künstlerisch und kreativ unterwegs sind, wir sind eine Siemens da. Wir wollen da keine hocheffizienten Roboter da haben, sondern wir wollen interessante, spannende, witzige Konzepte haben von Leuten, die sich hinsetzen, ein Arduino in die Hand nehmen und dann kommt sowas raus. Oder sowas oder sowas oder sowas. Das ist ja das Wichtige. Das sind meine Studis und ich bin sehr stolz auf sie. Ja, ich unterrichte dort, ja. Das wird benotet und die kriegen alle ihren braven Ansatz. Ja, wir werden von Bush Planet gesponsert. Und die, deswegen stellen wir da die Moana-Bäume auf. Ein kleines illegales Glücksspiel, wo man alkoholische Getränke. Meine Studis sind das. Genau. Wir haben das alles im Griff. Naja, wenn die Leute vom Finanzamt kommen, dann werden wir mit ihnen schon reden. Das machen wir auf die Österreichische. Ja. Bitte gerne.